Ganz schön. Ja gut, dann machen wir noch Medizin, dann weiß ich, was wir voll machen. Auf jeden Fall noch ein Medizin, den Rest reparieren. Ja gut, brauche ich auch mal. Sprengstoff brauche ich nicht, waffenlos auch nicht, Wissenschaft auch nicht, überleben will ich auch nicht können. Und reparieren, okay, könnte ganz praktisch sein, aber Medizin ist glaube ich für uns nochmal eine Sache, das wäre ganz nützlich, wenn wir das auf 100 hätten. Ich würde schießen, Sprache und Medizin auf 100, dann werden wir glaube ich ein ganz guter Charakter, geil. Ich mir einen Charakter, wow. Hey! Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? In meiner Hilfe für Dr. Richards fertig. Dr. Richards sagte mir, dass Sie ihm sehr geholfen haben. Von ihm ist das ein enormes Lob. Dank Ihrer Hilfe stehen wir etwas besser da. Aber wir müssen uns immer noch um die Legion bei Nelson kümmern. Wenn wir Nelson zurückgewinnen könnten, würde das unsere Lage in dieser Gegend enorm verbessern und uns einen Vorteil am Hoover-Damm verschaffen. Okay, haben Sie ausreichend Truppen, um Nelson zurückzuerobern? Nicht wirklich, aber wir haben keine Wahl. Wenn Sie uns noch etwas im Lager helfen, könnte ich zusätzliche Männer für den Angriff entbehren. Das wäre gut. Gibt es Informationen über die Legion-Truppe Nelson? Laut Berichten ist die Legion bei Nelson stark vertreten, aber nicht unbezwingbar. Ich bin bereit. Werde etwas Zeit brauchen, um mich vorzubereiten. Kommen Sie wieder, wenn Sie bereit sind. Hey, was hatte Chief Henlon zu diesen falschen Berichten zu sagen, die wir entdeckt haben? Vergessen Sie es, ist es vorbei? Oh, naja. Danke, dass Sie mir geholfen haben, der Sache auf den Grund zu gehen. Irgendwie. Oh, bitte. Ich lüge nicht so gerne. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ja, ein paar Fragen zu RNK. Ich kann ein paar Sekunden erübrigen. Fassen Sie sich kurz. Wie sieht es im S im Lager aus? Nicht gut. Wir erhalten immer noch keine Unterstützung vom Rest der RNK. Und die Legion tritt uns derzeit mächtig in den Hintern. Was halten Sie von der RNK-Stellung hier? Das hier ist kein Picknick, glauben Sie mir. Meine Leute sterben dort draußen jeden Tag für die RNK, aber die lassen uns hängen. Wir haben weder Personal noch Vorräte und wir sind zu dünn besetzt, um den gesamten Fluss bewachen zu können. Wenn die Obersten zu Hause ihre Köpfe lange genug aus ihren Arschen ziehen könnten, um Verstärkung zu schicken, könnten wir hier siegen. Sprechen wir über etwas anderes. Fassen Sie sich kurz. Ich möchte über den Angriff auf Nelson sprechen. Bereit? Ausgezeichnet. Der Tod der Befehlshaber in Nelson wird ein schwerer Schlag für die Legion sein, der es uns ermöglicht, die Stadt zurückzuholen. Treffen Sie sich mit Sergeant Cooper direkt außerhalb von Nelson. Er wird Sie bei der Rückeroberung von Nelson unterstützen. Sehr gut. Ich finde es aber auch geil gemacht, wie der Krieg hier zwischen der Legion und der RNK gezeigt wird. Also, und da will ich den Krieg. So, ne? Also man haut sich jetzt hier nicht nur die Fressen ein, bis einer tot ist, sondern wirklich, dass wir langsam anfangen, dass wir uns mit Medizinkenntnissen vorarbeiten, dass wir Sprache-Skills benutzen. Also es ist schon... Also für mich das beste Fallout, was ich hier gespielt habe, weil ich hab sonst Fallout nie gemocht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich so ein Fallout-Fan gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich habe Fallout 3 damals gespielt, die Cut-Version allerdings, das gebe ich zu. Und irgendwie ging mir irgendwann mal die Munition aus, dann habe ich keine neue bekommen, dann wurde ich durchgehend gebissen, ich konnte nicht wegrennen, ich bin gestorben. Und irgendwie habe ich das ganze Spiel nicht gecheckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es nie gecheckt. Und dann noch natürlich auch noch Danke an Bakira und auch Rebecca, dass sie mich durch das Spiel auch ein bisschen geleitet haben. Gerade den Anfang haben sie mir ja ein bisschen geleitet, ne? Also jetzt nicht geleitet in dem Sinne, dass sie jetzt gesagt haben, Pirates Quest 3 ist dies und dies und da muss man das und das machen, das endet so, das nicht. Und trifft bloß die Entscheidungen, das auch nicht. Ich kenne die Quests alle nicht, da hat Rebecca mir auch nie was drüber gesagt, über die Legion oder Parkierer nicht. Über die Legion oder über die RNK. Aber es ist einfach geil, ne, wenn du mal Leute hast, ein bisschen helfen, du. Naja, halt Startschwierigkeiten, du hast dich reparieren, das hätte ich noch nie herausgefunden und vielleicht wenn du spät. Und sowas halt, ne, so kleine Gameplay-Sachen. Aber natürlich keine Spoiler, da die Tipps sind natürlich immer alle, ohne Spoiler, was ich auch sehr toll, sehr gut finde, also. Und das ist auch mal ganz praktisch.
Menschen zu haben, die dir helfen. Hallo Sergeant, warum seht ihr alle gleich aus? Alle irgendwie gleich scheiße aus, aber gut. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, Sie an unserer Seite zu wissen. Packen wir es an. Wir haben nicht viele Truppen, also können wir nur von einer Richtung aus angreifen. Worauf sollten wir den Angriff konzentrieren? Wird. Im Norden kann man gut morden, also im Norden. Dann ist es der Norden. Wir haben Berichte, es gäbe Geiseln aus der RNK. Wenn das stimmt, müssen wir sie retten. Halten Sie die Augen offen. Unser Hauptziel ist der Legion-Befehlshaber in Nelson. Sein Name lautet Totes Meer. Ja. Seinen letzten bekannten Standort finden Sie in Ihrem Pip-Boy. Dann mal los! Also, man merkt schon bloß nicht zu viel Information auf einmal. Die Legion bei Nelson besiegen. Sehr gut. Wurscht, brauche ich das nicht. Okay, das Wasser nehme ich natürlich mit. Der Karawane ist schon drin, ne. Stimmt, wir haben auch nie gegen die RNK, glaube ich, gegen die Legion gekämpft. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, wo ich noch mal ein bisschen das Gefühl habe, so irgendwie man hat Schuss, Schießen 100, aber es fühlt sich irgendwie an, als hätte man immer noch schießen, keine Ahnung. Cowboy-Reptil, das hatten wir schon. Warte, hier verlassen, danke. Cowboy-Reptil, warte mal. Dabdido. Mal die hier nehmen, weil es die besser. So, warte, ist hier oben noch irgendwas? Ne, warte doch. Jo, lauf doch nicht immer vor. Aber es ist halt auch, das meine ich halt so, ne? Also, na gut, ich laufe wieder ein paar vor, ist auch noch geil. Na gut, egal. Ist ja auch geil, wenn die so Geiseln haben, die bekloppt einfach anzugreifen. Ey, wo, da war ein guter Typ, ey. Der war sympathisch, der war mir sympathisch. Na gut, ja. Tschüss, Arschloch. Der ist weg. Ja klar, dass sie mich hassen. Wenn die mich jetzt mögen, hätte ich mich gewundert. Oder ich mag sie so gerne, ich habe mich erschossen. Ah, yeah, mal, jetzt weiß ich warum, oder? Warte. Jetzt weiß ich, wieso ich die damit weggeworfen habe. Aber gut, dann sollten wir eher die benutzen als den Revolver. Dann sollten wir eher das Gewehr benutzen. Ich glaube, das Gewehr ist besser als der alte scheiß Revolver. Macht Spaß. Bitte. Endlich hassen sie mich, ey. Endlich hassen sie mich. Warte, ich bin an. Nicht mehr gern. Verrufen. Angesichts der Wahl, ich muss zu diesem Verhalten in Ruf geraten, Alter. Jetzt bin ich jetzt das Monster. Hört auf damit. Mit solchen Menschen wie so nichts zu tun haben. Dann weiß aber jetzt, welche Waffe ich als nächstes kaputt. Welche Waffe ich als nächstes Fuck, aber ja, man kann uns machen. Okay, danke. Ich nehme mal, ne? Böse gemeint.
So, dann nehme ich aber lieber Diva. Okay, das war dumm damals, dass ich das so gemacht habe. Aber egal. Okay, die Legion hasst mich jetzt, aber ganz ehrlich. Wer will denn schon von der Legion gemocht werden? Losbinden. Guten Abend. Losbinden. Hi. Okay. Bereit fürs Grande Finale? Totes Meer. Vergeltung! Finde ich gut, liebe Vergeltung. Und dann mal so. Und, hey! Hey! Das meine ich halt. Danke, dass du mal stirbst heute. Oh Gott, hab ich jetzt eben so oft daneben geschossen oder? Das ist bitte nicht, ey. Dann tue ich meinen neuen Job. Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Okay, ich glaube, die Legion wird mir nie wieder würden mir nicht mehr helfen. Aber von denen will ich auch gar keine Hilfe, ohne was von denen. Ich glaube, ich will niemals der Legion beitreten. Das sind einfach nur die abartigsten. Das sind aber die abartigen schlimmsten Menschen, die es gibt, ey. Ich glaube, wir haben die Quest geschafft, oder? Ah, oh, die Legion, Alter. Wer will denn da Legion beitreten? Okay, gut. Mal irgendwelche, aber, ne. Wenn ich eins weiß, ist es, ich den nie beitreten würde. Schon wieder zurück? Was brauchen Sie? Ich möchte über den Angriff auf Nelson sprechen. Ich habe bereits die ersten Berichte erhalten. Hervorragende Arbeit. Jetzt haben wir genug Platz zum Atmen, um wieder auf die Füße zu kommen. Jetzt können wir endlich versuchen, unsere Truppen entlang des Flusses zu verstärken, um uns auf die Schlacht am Hoover-Staudamm vorzubereiten. Okay. Sie haben meinen Dank. Wir schulden Ihnen eine Menge. Passen Sie da draußen auf sich auf. Gut. Habe ich gern gemacht. Dann machen wir hier ein bisschen Kopfgeldjagd, ey. Ich glaube kaum, dass da jemand sein wird. Shit. Da.
Gute Unholde. Ach du Elend, nee, Wer hat das denn jetzt gemacht? Jo, warte mal, sonst gut. Ja, irgendwie hat er da irgendwie als ich einmal auf 10 gedrückt habe, hat sich da was am Aufnahmeprogramm geändert. Nett natürlich. Was feiere ich jedes Mal? Nee, eigentlich feiert sowas gar nicht. Also eigentlich bin ich sowas mich ziemlich beschissen. Aber, ja. Da sind ja diese Wachhunde schon. Rad plus 1. Ist das immer höher oder was? Nee. Oh nein, die kommen alle auf mich zu. Das ist doof. Oh mein Gott, der Zielköder. Ach du je. Ach du je, Zeit. Dass ich ihn gleich treffe, danke. Ich brauche Stimpacks. Und davon gleich ganz viele, wenn ich das überleben soll. Hallo. Jo, geil. Ich bin ganz ohne gekillt, Alter. Verstehe nicht, warum es sie so gut ziehen kann. Und ich einfach nicht, weißt du? Boah, die Knarre, Alter, ohne Witz. Nein, Alter. Hallo, nicht darauf jetzt nachladen, danke. Ja, immer schön ins Gesicht, immer schön ins Gesicht. Nein! Schnapp, schieß ab, schieß ab! Das war so eine Reflexreaktion gerade. Ich habe ihm schon den Kopf abgeballert, oder? Das wäre nicht so gut. Alter, da habe ich aber übelst jemand die Schnauze bekommen. Noch einen. Ja, ich habe dir. Ja, gut, ich reiz immer aus, ne? Aber wollen wir uns mal ganz kurz hinlegen. Jeder Gegner ist jetzt der letzte Gegner. Jeder Gegner kann der letzte sein. Guten Tag. Als ich diesen Auftrag bekommen habe, hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Wenn du am Arsch, Alter, müssen wir mal, ach. Ich glaube, mal ins Camp oder sollen wir ja kein Bett finden. Das sollten wir ja wohl, ne? Darf ich das benutzen? Darf ich das benutzen? Ja, klar, bevor ich jetzt hier anfange, Sie scheinen noch am Leben zu sein, und das ist vielversprechend. Hatten Sie Glück mit dem Kopfgeld? Ich komme wegen eines Kopfgelds. So, Sie haben einen der Psychopathen auf meine Abschussliste umgenietet. Dann zeigen Sie mir mal den Kopf des Drecksacks. Gottverdammt, das ist tatsächlich Violet.
Sie machen mich zu einem richtig glücklichen Wichser, wissen Sie das? Hier ist das Kopfgeld, das ich auf Sie ausgesetzt hatte. Es gehört Ihnen. Meinen Sie, dass Sie noch einen Wichser platt machen können? Ist Ihre Wahl. Aber ich vertraue darauf, dass Sie es machen. Wäre schade, wenn Sie gehen. Eigentlich habe ich einen weiteren Kopf für Sie. Sie haben noch einen getötet? Dann lassen Sie mich mal den Kopf sehen. Ja, das ist Kuckuck. Hat der schon immer so gerochen? Auch vor dem Tod? Und die Unholde haben den Essen kochen lassen? Tja, das ist die Abrechnung für mindestens eine meiner Soldatinnen. Wird froh sein, dass er tot ist. Hier sind ihre Kronkorken. Das sind schon zwei tote Psychopathen. Wenn sie mir noch den dritten bringen, gibt es einen Bonus für sie. Okay, ich kämpfe mir Driver Neffy vor. Sie haben ja reichlich Mumm, das gebe ich zu. Neffy ist ein zäher Hurensohn. Wenn er zu nah herankommt, haut er ihnen den Kopf von den Schultern. Mein Tipp, reden Sie mit Lieutenant Gorobets. Er leitet das Alpha-Team der ersten Aufklärung. Scharfschützen. Mit etwas Glück können Sie Neffy ins offene Gelände locken. Dann kommen die Scharfschützen. Bringen Sie mir den Kopf, dann gibt es das Kopfgeld. Ist auf jeden Fall besser, als sich Neffy Mann gegen Mann zu stellen. Aber ist Ihre Entscheidung. Wo finde ich nur Lieutenant Gorobets? Draußen im Hof. Gorobets koordiniert unsere Scharfschützenteams. Seit Wochen hat er es auf Neffy abgesehen. Das Einzige, was ihm fehlte, war ein freiwilliger Köder. Wir haben nicht genug Truppen, um jemanden über den Zaun zu schicken. Zumindest nicht mehr. Klingt unterhaltsam, ich werde mich darum kümmern. Sie haben sich schon mit den Unholden angelegt. Ich muss Ihnen also nicht sagen, dass Sie auf sich aufpassen sollen. Okay. Haben Sie ein Problem mit den Unholden? Verdammt richtig, dass ich Probleme mit denen habe. Und ich zahle Kopfgelder. Okay. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Okay.